Rock Your Life, das ist eine Initiative, die junge Menschen anspricht. Allerdings geht es dabei nicht um Musik, wie der Titel vermuten lässt. Rock Your Life kann übersetzt werden mit Beweg dein Leben. Und das bedeutet in der Praxis, dass Studierende Schülern auf ihrem Weg ins Berufsleben helfen. Die Initiative gibt es seit 8 Jahren in verschiedenen deutschen Städten. Jetzt ist sie auch in Hannover aktiv. Und im Studio begrüße ich dazu jetzt Laura Karisch aus dem Vorstand des Vereins. Hallo. Frau Karisch, Sie helfen konkret Schülern aus benachteiligten Familien. Warum gerade dieser Gruppe? Wenn man sich die Studien anschaut, die es so gibt zu Bildungsverläufen in Deutschland und zu den Chancen, die Jugendliche haben, dann wird sehr schnell deutlich, dass gerade Hauptschüler oder Schüler, die einfach Schwierigkeiten haben, weil sie kulturell, sozial oder wirtschaftlich benachteiligt sind, dass die es sehr schwer haben, eine Ausbildung zu finden oder einfach den Übergang in den Beruf zu finden. Und deswegen setzen wir da an. Woran liegt das, dass die das so schwer haben? Ich denke, dass sie zum einen sicherlich häufig nicht den Rückhalt aus dem Elternhaus oder ihrem Umfeld finden, andererseits aber sicherlich auch einfach benachteiligt werden, einfach durch ihre Herkunft. Jetzt helfen Sie diesen Schülern. Wobei genau helfen Sie denen? Wir bieten ein Mentoring-Programm. Das heißt, die Schüler werden 2 Jahre begleitet von Studenten, die das ehrenamtlich machen. Die treffen sich ungefähr einmal die Woche. Und es kann ganz vieles sein. Es kann sein, dass man mal zusammen einfach was unternimmt und sich einfach was erzählt. Es kann aber auch konkret Berufsorientierung sein. Wo kann ich ein Praktikum machen? Wie mache ich das mit der Bewerbung? Wo soll die nächsten Schritte hingehen? Was sind meine Potenziale? Was kann ich und was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Wie kann ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Also Studierende und Schüler treffen sich. Treffen die sich dann beim Schüler zu Hause? Sitzen die am Computer? Wie geht das? Das kann ganz unterschiedlich sein. Häufig werden die Schüler von den Studierenden von der Schule abgeholt. Dann wird was gemeinsam unternommen. Man kann spazieren gehen, auch mal ein Eis essen gehen, auch mal was unternehmen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man zu Hause am Computer sitzt und zum Beispiel recherchiert, was für Ausbildungsgänge es gibt. Kann man also sagen, dass Ihre Arbeit die Schüler motiviert, mehr aus sich zu machen? Ganz genau, das ist das Ziel, dass es sie motiviert, zu sehen, dass sie wirklich auch eine Chance haben, diese Chancen kennenzulernen und sich selber gestärkt zu fühlen, in ihrer Person etwas erreichen zu können. Aber die Studierenden haben auch was davon. Sicherlich. Ich denke, dass sie einen Blick über den Tellerrand haben, in ein Leben hinein, was sie vielleicht sonst auch nicht so kennen, dass sie auch mitkriegen, wie das so ist, jemanden ins Leben zu begleiten, jemanden zu beraten, jemanden zu unterstützen, empathisch zu sein, zuzuhören. Ja. Wie kommen denn die Schüler und die Studierenden überhaupt zusammen? Die haben ja normalerweise nichts miteinander zu tun. Genau, dafür sind wir zuständig. Wir suchen zum einen die Studierenden aus, die wir gut finden, wo wir denken, die sind gut geeignet, Mentor zu werden. Wir gehen an die Schulen ran und suchen dort die Schüler aus, die können sich freiwillig melden. Dann gibt es das sogenannte Matching. Dabei treffen alle Schüler und alle Studierenden aufeinander und können sich kurz kennenlernen und dann können sie sich auswählen, mit wem sie am liebsten zusammen sein möchten. Also wenn man den anderen mag, dann kann man das machen. Da wird nicht einfach jemand zugeteilt. Nee, uns ist wichtig, dass auch die Interessen geteilt werden und dass man da einfach merkt, man versteht sich gut und man hat auch Themen, über die man sprechen kann. Studierende, die sind ja ein Stück weit privilegiert und wenn die dann Benachteiligten helfen, dann entsteht leicht so ein Eindruck von Mildtätigkeit. Was tun Sie, um diesem Eindruck entgegenzuwirken? Ich denke, dass die Studierenden sich bewusster werden darüber, dass sie es gut haben und dass sie davon aber dass sie aber andererseits auf dem gleichen Weg sind. Also die Schüler und die Studierenden sind beide noch auf der Suche. Also eigentlich können sie auch gemeinsam diesen Weg gehen. Wo geht's hin? Wie orientiere ich mich? Rock Your Life ist ein Verein, wir sagten das eingangs, der in verschiedenen deutschen Städten tätig ist. Wer und was steckt hinter diesem Verein? Hinter dem Verein ganz ursprünglich steckten 3 Studierende aus Friedrichshafen, die sich 2008 überlegt haben, dass sie da was machen wollen, bewegen wollen und den ersten Verein dort gegründet haben. Und dann breitete sich das immer weiter aus. Es gibt in München eine GmbH, die uns dabei unterstützt bei dem ganzen Vorhaben. Laura Karisch aus dem Vorstand des Projektes Rock Your Life zur Arbeit des Projekts, das jetzt auch in Hannover stattfindet. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke.